Ja, jetzt ist Loser's Choice. Ja, was meinst du, was soll ich denn machen? Wir haben ja jetzt unsere Völker gegenseitig gebannt. Ja. Es ist die Frage auch, wie erfahren er mit anderen Sachen ist. Was hast du jetzt gespielt? Du hast Frankreich gespielt? Fühlt sich mit denen irgendwie? Ja, Heiliges Römisches Reich. Frankreich und Heilig Römisch. Ich könnte da Delhi auch auf einer Hybrid-Map. Ja. Für Delhi gegen Delhi. Ich glaube, ich persönlich würde die Hybrid-Map forcen, aber sowas wie Confluence zum Beispiel oder Danube River. Ja, oder wir spielen Hügel und Tal und Heiliges Römisches Reich. Das ist auch eine Idee. Oder Boulder Bay geht auch mit Heilig Römisch. Weil Ruß ist jetzt für beide weg. Ja. Ich fühle mich aber auf Hügel und Tal sicherer. Ja. Ja, lass das machen. Ja, probier's. Hügel und Tal und dann Hai. Kivian ist halt sehr schnell dann auf Farms und auf Bären ausgewichen. Und hat halt darüber dann seine Food Eco bekommen. Und er hat halt die Relikte. Und durch das Golden Gate, wenn du sehr viel Gold bekommst, kannst du dir immer wieder 150 Food für 100 Gold ertauschen. Und du brauchst dein Gold nicht für deine Horse Archer Army. Die kostet 0 Gold. Du brauchst nur Gold für Upgrades. Und ansonsten kannst du dein gesamtes Gold einfach in Food pumpen und traden. Da steht jetzt 1-0 für Kivian. Man braucht 2 Siege in dem BO3, um zu gewinnen. Das heißt, Nexus hat jetzt noch die Chance, hier mit den Ausgleich zu machen und danach den Matchpunkt an sich zu reißen. So, jetzt gibt es hier die Picks. Niklas mit HRE und Kivian mit Frankreich tatsächlich, okay. Möchte vielleicht selber auch boomen. Das ist gut. Und es geht direkt los. Und direkt weiterballern die Jungs. Upp. Franzosen. Ein Volk, was ich persönlich nicht wirklich als stark ansehen kann. Man kann nicht mehrmals das gleiche Sif spielen, nein. Es gibt anfangs 2 Bans. Jeder hat einen Bann. Danach werden Sifs gepickt. Und wenn man die einmal gespielt hat, sind sie raus. So, wir sind jetzt hier auf Hügel und Tal, Hill und Dale. Das Match 2, Kivian gegen Honor. So, Niklas spielt Heiliges Römisches Reich. Man sieht auch direkt, dort ist der Prälat, der hier am Inspiren ist, ganz fleißig. Und sein Gegner, Kivian, spielt Frankreich. Eines der wohl dominantesten Völker und auch so im Volksmund als eines der Noob-Völker zur Anfangszeit von Age of Empires durch ihre königlichen Ritter, die sie bereits in der Verdeizelt haben. Und hier sieht man Kivian einige Schafe schon sich snacken können. Niklas eröffnet mit 2 Scouts hier, weil er genau das eben machen möchte. Er möchte die Schafe contesten und möglichst viel für sich selber holen. Er hat ein Haus gebaut, er hat kein Haus gebaut. Das ist in AOE nicht ganz so schlimm, weil man kann trotzdem produzieren, obwohl man supply-blocked ist. Nur die Einheit kommt erst raus, wenn das Haus quasi gebaut wurde. Man kann das hier zumindest vom Timing her ganz gut hinbekommen. Das Haus wurde fertig, bevor der Villager fertig war. Also keine Idle-Time, was das angeht. Aber natürlich 3 Villager gebraucht, die das schnell bauen. Das ist eine Kleinigkeit, aber da muss man halt leider auch drauf achten. So, hat jetzt hier 3 auf Gold geschickt, weil der Prälat, den man baut, kostet 100 Gold am Anfang. Man hat nur 100 Gold, das heißt, man muss in der Zeit, in der man die 400 Food sammelt, 200 Gold auch reinbekommen. Deswegen hat er jetzt einmal hier 4 auf Gold geschickt und versucht einmal hier die entsprechenden Ressourcen für den Age-Up reinzubekommen. HRE, auch ein Volk, welches sehr von den Professional Scouts profitiert, bedeutet, er wird die Aachenkapelle bauen als sein erstes Landmark und die ist im Prinzip eine Verbesserung für den Prälaten. Das heißt, man kann Prälaten da reinstecken und die bufft in einem großen Umkreis um sich herum alle Villager. Alle Villager 40% schneller ihre Ressourcen sammeln, an denen sie gerade dran sind. Das gilt für alle Ressourcen, die eben in diesem Umkreis sind. Das macht der Prälat gerade manuell. Ja, der bufft jeden Villager hier einzeln. Dieser Buff hält immer 30 Sekunden an. Und in diesem Intervall kann er 7 bis 8 Villager in der Regel buffen. So, wir sehen hier, hat für ihn noch ein bisschen Food für den Age-Up. Gold ist schon am Start. Und das eine weitere Sache, die HRE besonders macht, Villager von HRE tragen mehr. Ja, die können mehr Ressourcen tragen als andere Villager. Das
heißt, die müssen auch nicht so oft abgeben gehen. Was eben auch ein sehr guter Vorteil ist. Das heißt, wenn ein Villager länger sammeln kann und nicht so oft abgeben muss, hat er nicht so oft diesen Malus davon, dass er eben laufen muss, um etwas abzugeben. Und zwar sehr viel länger einfach durchsammeln kann. Verbindung mit dem Prälaten-Buff, einfach eine sehr, sehr starke Kombi. Deswegen HEE eigentlich eines der Top-Eco-Völker. Einziger Nachteil ist, HEE hat sehr viele Bugs aktuell. Und schon seit sehr langem. Und eine Sache davon, die jetzt vielleicht auch für dieses Matchup interessant sein könnte oder problematisch, die Spearmen können nicht die sogenannte Brace-Fähigkeit benutzen. Bei HEE und bei Debi. Nämlich können Spearmen ihren Speer vor sich machen und wenn Kavallerie angecharged kommt, dann wird dieser Charge gestoppt. Das heißt, normalerweise, wenn ein Ritter auf eine Einheit zucharged, hat er die Lanze vorne und die Lanze bricht bei Kontakt und macht Bonusschaden. Diese Fähigkeit kommt nicht zustande bei Pikemen normalerweise, allerdings HEE gerade verbuggt, diese Fähigkeit existiert nicht für sie, genauso wie für Deli. Deswegen haben sie da ein bisschen Probleme und einen kleinen Nachteil. Besonders hart trifft sie das im Matchup gegen China, wenn der Chinese die Feuerlanzen baut. Weil die Feuerlanzen machen bei diesem Charge Impact mit ihrer Lanze AOE Damage. Deswegen trifft sie das dort nochmal ein bisschen härter. Dann nimmt das, baut jetzt hier eine Mühle. Möchte also gleich das Professional Scouts Upgrade sich holen. Hat auch schon das Gold dafür gesammelt. Und wie ich eben schon erwähnt habe, sind die heiligen römischen Römer des Deutschen Reichs der Nationen von Deutschland in Rom. Eine Sith, die eben von den Professional Scouts sehr viel Bedarf nehmen, weil sie sehr schnell Castle gehen wollen und auch sehr schnell Imp. Also HEE, ein Volk, welches das Fast Imp verfolgt. Denn das vierte Landmark, was sie bekommen, also das letzte für Imp, ist der... Oh, ich weiß nicht genau... ich glaube, die Burg von Swabien oder irgendwas von Swabien, welches im Prinzip vier Dorfzentren ineinander ist. Das heißt, es produziert quasi vier Villager, oder Villager vierfach so schnell und Villager kosten nur ein Viertel der Kosten von einem normalen Villager. Das heißt, du produzierst im Prinzip vier Villager für 14 Food, glaube ich, grob. Deswegen, auch wenn dein Gegner quasi anfängt zu boomen vor dir und ein, zwei oder drei TCs spielt, kannst du extrem schnell auf- und überholen mit deinem Swaggier-Palast. Nick, das fängt jetzt an, aus dem TC seine Speer zu bauen. Also büßt hier so ein bisschen seine Dorfbewohner-Produktion ein. Und wir sehen, hier wird schon das erste Wild gesammelt. Das heißt, hier gibt es auch ein Makro-Game von Krivian. Der möchte ein wenig Ritter oder keine Ritter bauen und lieber erstmal selber auch mit seinen Speeren sammeln, weil das erste Landmark, was der Franzose baut, ist die School of Cavalry und dort können jegliche Reiter produziert werden, darunter auch Speer. Das heißt, er muss keinen extra Stall bauen wie Niklas oder aus dem Dorfzentrum produzieren. Er kann einfach sofort die Scouts aus seiner School of Cavalry bauen, die er eh baut. Ein weiterer Vorteil, den die School of Cavalry bietet, alle Ställe produzieren 20% schneller. Und das ist eben auch ein Buff, der fürs spätere Spiel noch sehr, sehr gut ist und sehr lange auch dann hält. Weil alle Ställe, wenn du im Prinzip 5 Ställe hast, produzierst du wie 6 Ställe. Um mal ein einfaches Beispiel zu geben. Ich weiß nicht genau, ob die Dorfwohner, die sind zumindest da unten gebufft am TC, aber es liegt noch in Range von der Aachenkapelle da oben. Einem AOE-Prälaten. Ich glaube schon. Was ich gerne mache, damit das auf jeden Fall drin ist, ich move meine Dorfwohner quasi nach oben oder zur Kapelle hin ans Dorfzentrum und lass sie dort sammeln. Wir sind hier mit fleißig Hirsch gesammelt. Und das Ziel ist jetzt, möglichst schnell ins Castle Age zu kommen für beide. Frankreich hat eine Besonderheit, weshalb sie auch eigentlich sehr gut im Boomen sind. Bauen sie 15% und ab dem Castle Age bauen sie 20% Schichten. Ja.
einfach per Default eine sehr gute Zivilisation zum Boom. Ein weiterer Vorteil, jegliche Eco-Gebäude, also die Holzfällerlager, Steinfällerlager und so weiter, kosten nur 25 statt 50 Holz. Und weil eben der Hauptfokus der Armee liegt eben auf diesen Rittern. Ich glaube, wir brauchen jetzt gleich hier mal eine Barracks bei Niklas, damit er ein paar Spearmen bauen kann. Also jetzt hier quasi hinterher zu wallen und das Ganze zu delayen, aber wir brauchen, glaube ich, eine Barracks. Ohne Barracks kann das hier, glaube ich, nicht halten. Wir müssen schnell ins Castle Edge natürlich hochgehen. Und Kivian macht das Smart Block mit seinem Scout da vorne, die Mauer, die gebaut werden soll. Und die Ritter, die versuchen jetzt hier durchzukommen, durch die Mand. Aber hier wird die Regniskathedrale gebaut. Ein weiteres Eco-Gebäude. Relikte, die dort eingelagert werden, die produzieren 200% mehr Gold. Oh, Niklas braucht Villager, die da die Wall schnell finishen. Um sich um die Zeit zu kaufen. Er hat gerade 0 auf Holz, das heißt, er kann auch keine Barracks bauen. Und das ist gerade sehr riskant und schwierig. Er kann gleich nicht mehr reparieren, weil die Villager das Holz brauchen zum Reparieren. Und er hat keine Villager mehr auf Holz. Er hat kein Holz mehr. Muss den Food Villager sofort abziehen und Holz sammeln gehen. Die Mauer kann er noch finishen, aber danach kommen die Ritter durch die zweite Mauer durch. Die Mauer ist fertig. Und der zweite Stall, ich glaube, der gefällt mir nicht. Außer er möchte jetzt selber vielleicht Knights bauen, wenn er castet. Vielleicht ist das sein Plan. Er möchte einfach Knights bauen mit seinem Food und Gold, was er eben bekommt. Um so die französischen Knights ein bisschen zu kontern. Weil die Knights sind sehr teuer, die da gebaut worden von Kivian. Also Kivian hat damit sein Castle Edge auf jeden Fall delayed. Nick, das muss früher als er im Castle Edge sein. Er versucht jetzt hier gegen zu reparieren wieder. So, schickt jetzt einige Prälaten los, um die Relikte von der Map zu sammeln. Wir sehen vier Relikte, also drei Relikte sind bei Kivian gespawnt, zwei bei Niklas. Der neue Seller ist da, also baut jetzt Knights. Und Niklas hat direkt Castle Age Knights, während das Feudal Age Knights bei Kivian sind. Wenn Niklas drei Relikte bekommt, dann ist er... Oh, was macht der Villager da? Wenn Niklas drei Relikte bekommt, ist er sehr gut im Spiel. Er hat die ganze Zeit ein passives Goldeinkommen. Zwei Relikte sind auch gut. Das sind immerhin 600 Gold die Minute, die er da bekommt. Ja, aber die Piraten sollen hier abgefangen werden von Kivian. Ich muss jetzt seine Scouts einmal losschicken als Begleit. Oh, und jetzt hat er die Knights zurückgezogen. Du willst den Prälaten natürlich stoppen. Und links oben, wo eben angegriffen wurde, liegt auch ein Relikt. Das sollte Niklas sich vielleicht schnappen gehen. Das ist auch jetzt direkt sein Plan. So, die ersten Knights sind hier draußen für Niklas. Stück, und ich glaube, das ist jetzt auch eine Ritterzeit. Ich würde gerade sagen, vier Stück von den Castle Edge Knights sollten gegen die sechs von den ersten fünf Stück von der Feudalzeit doch gewinnen. Und ich versuche jetzt hier ein bisschen die Knights wegzuziehen und seinen Monk und seinen Prälaten. Das ist hier. Das ist echt ein Spiel mit dem Feuer. Der muss da irgendwie versuchen, die Relikte sich nach Hause zu sneaken. Und da ist ein Wolf an den Prälaten dran. Durchkam. Das ist ärgerlich. Kivian macht das gut. Weiß natürlich, genau darauf kommt es an als Holy Roman, dass du eben die Relikte Knight bekommst. Das sind jetzt auch Veteranen und Knights, wie das aussieht, von Kivian. Snipe dir erstmal die Scouts raus, bei Niklas. Das kriegt gerade nicht so wirklich Relikte leider eingesammelt. Und das ist halt deine Winning Condition im Prinzip. Crossbowman gebaut. Das Holy Roman Empire. Dass du die Relikte irgendwie bekommst. Eine Relikt hat er. Wenn er das da unten irgendwie durchbekommt. Und wenn er das links bekommt mit Geleitschutz vielleicht von seiner Kavallerie. Aber man muss halt die ganze Zeit im Hinterkopf behalten, der Franzose baut schneller Villager.
Das heißt, auch wenn Kivian niemals aufs zweite DC gegangen ist, ist er jetzt etwa so 5 bis 6 Villager schon vorne. Einfach nur, weil Frankreich. Und das ist so eine Sache, da kämpft man mental immer die ganze Zeit gegen an. Das ist etwas, wo das macht einen, das stresst einen immer so ein bisschen. So, jetzt 3 Knights gegen 3 Knights. Oh. Aber Niklas ist ein verletzt. Niklas kommt einfach nicht an die Relikte ran. Wir sehen, ich glaube, der Prälat rechts, der kann vielleicht durchkommen. Das sieht gut aus. Aber das Rot ist kurz auf der Holy Side. Auch der Prälat wird dort nicht entdeckt. Niklas will jetzt hier raus. Hat jetzt auch ein paar Crossbow-Männer mit am Start. Und er braucht die Relikte jetzt. Die sind wichtig, die sind... Das ist essentiell, damit er irgendwie jetzt in dieses Game reinkommt, so richtig überhaupt. Er wird zurückgezogen. Den kriegt er. Kriegt er mit dem anderen Prälat das eine Relikt, was auch schon nah an ihm dran liegt. Wir werden jetzt die Holy Sites eingenommen. Okay, Kivian. Kivian macht das gut. Das kann man nicht anders sagen. Kivian macht das einfach richtig gut. So, ich glaube, da rechts ist auch der eine durchgekommen. Das heißt, wir haben jetzt hier 2 Relikte von Niklas, 600 Gold die Minute. Das heißt, selbst wenn Kivian jetzt alle 3 Verbleibenden bekommt und alle 3 Holy Sites, sind die trotzdem even im Goldeinkommen. So stark ist eben diese Regniskathedrale. Und deswegen ist Kivian so hinterher, das eben zu denyen. Und zu verhindern, dass Niklas dort an dieses immense Goldeinkommen kommt. So, das Relikt vor seiner Basis rechts am Wald wurde gerade gesnackt. Es ist von der Map verschwunden, daran kann man das erkennen. Die anderen sind jetzt halt auf der anderen Seite. Das ist der rote Punkt links. Kivian da irgendwas hingestellt? Sind das Tower? Was ist das denn? Das ist auch teuer. Das sind 100 Gold jedes Mal beim Piraten. Wir würden gerade Pikeman mehr besser gefallen, als das, was Niklas aufs Feld bringt. Pikeman finde ich einfach extrem stark. Ich persönlich bin Verfechter davon, ich würde lieber gar keine Knights bauen. Und nur auf die Kontereinheiten committen oder Man-at-Arms. Das ist aktuell mein persönliches Empfinden. Ich persönlich finde Knights einfach zu schwach gegen die Pikemen. Die Pikemen traden so effizient dagegen. Kivian, der will hier weiter durchpushen. Der sieht sich selber auch weit vorne. Also eine Army. Niklas hat jetzt einige Crossbow-Man, also das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, die könnten sogar schon... Das sind, glaube ich, genug, um einen One-Shot auf den Knight zu machen. Aber da fehlt natürlich gerade auch der Buffer für die Frontline. Und auch da. Ich find's sehr gut. Sind hier die Crossbowman. Die sind gut. Die wurden halt auch gebufft gegen die Knights. Also wirklich Heavy Armor Type Units. Aber was man halt nicht unterschätzen darf, ein Man-at-Arms ist schwächer, aber nicht viel schwächer als ein Knight. Dafür kostet er nur einen Bruchteil. Ein Knight kostet 140 Pfund und 100 Gold gegen 100 Pfund und 20 Gold von einem Man-at-Arms. Du sparst dir mit jedem Man-at-Arms 40 Pfund und 80 Gold. Rechnen ist schwer, ich bin nicht Mathe-Mann. Niklas hat gerade versucht, Stein zu sammeln, weil er, glaube ich, eine zweite Basis spielen möchte. Niklas versucht, das Spiel irgendwie in die Länge zu ziehen. Er möchte hier in das Boom-Game reinkommen irgendwie und auch möglichst Imp bald erreichen. Hat 1.900 Gold auch auf der Kante. Ja, aber Kivian hat Respekt vor dem Crossbowman. Ja, kriegt sich ein Villager, verliert dafür aber 2 weitere Knights. Das ist schon teuer. Die Crossbowman sind hier natürlich sehr stark. Und er kauft sich jetzt hier Food, möchte langsam Richtung Imp gehen, um eben den Swaggier Palast zu bekommen. Hier, Schwäbischer Palast. Das ist Niklas Ziel. Fehlen noch. Warte mal, wieso kann er jetzt schon hoch? Er hat nur 2000. Der kostet weniger! Oh mein Gott. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich nicht. Das ist ja super stark. Deswegen kann man also mit HE erst recht fast anspielen. Das Ding kostet einfach fast 500 Food weniger. Das ist ja insane. Was man hier alles lernt. Welches Late Game ist besser? Ich persönlich finde, Frankreich hat nicht so wirklich irgendein Game. Ich finde sie gerade in keiner Phase des Spiels herausragend. Sie sind überall okay, aber sind in keiner Phase des Spiels herausragend, in meinen Augen. Eine Sache, die für Frankreich spricht, für das Late Game, ist, dass sie eben
als viertes Landmark die Artillerie-Universität oder Schule bauen können. Und die produziert Artillerie, also Bombards, Culverines und noch eine dritte Sache, die ich gerade nicht mehr weiß, die 20% mehr Damage machen. Die Rebaulequins, diese Orgelkanonen, die produzieren sie. Und jetzt sieht man hier, Niklas ballert alle Dorfwohner in den Swagger-Palast. Und man sieht, komm, wie schnell die Villager durchgeballert werden. Pam, pam, pam. Er wird produziert bis zum geht nicht mehr. Und jetzt kann Niklas auch in der Eco richtig schön auf- und einholen. So. Und Kivir macht das einzige Richtige. Er holt jetzt die Holy Sites, weil er weiß, Niklas wird die nächsten 5 Minuten nicht aus seiner Basis rauskommen. Er wird jetzt hier alles in die Eco investieren. So. Und jetzt wird sich wirklich entscheiden, wer kriegt die bessere Armee aufs Feld. Wichtig ist jetzt vor allem Scouting für Niklas, deswegen schickt er jetzt gerade links auch einen Scoutmann los. Und wer kann das Ganze auch effizient gestalten? Das heißt, wer tradet sehr gut? Da ist ein Holzfällerlager. Baut da, damit der ein Villager einfach die ganze Zeit Holz für den Stall da gebaut hat. Ein Upgrade, was ich auch, was sehr unterschätzt wird, ist, dass auf D gerade in der Schmiede, dass Einheiten schneller produziert werden. Damit spart man sich echt einige Produktionsgebäude, wenn man sich einfach dieses Upgrade in der Schmiede holt. So. Aber wie gesagt, der Swagger Palace, der produziert jetzt hier Villager, da wird Party gefeiert. Ja, Niklas, der ist auch so ein bisschen blind. Hier sieht man 10% Bewegungsgeschwindigkeit für Infanterie. Auch wichtig, HE, ein sehr infanteriebasiertes Volk, haben sehr starke Man at Arms und eben die Landknechte, wie Grubby sagen würde. Jetzt die heiligen Städten, die müssen hinein. Und deswegen ein Ziff, die eben vor allem auf ihre starke Infanterie baut. Ihr seht hier auch die ganzen Upgrades, die durchgeballert werden von Niklas. Und der Swagger Palast, der produziert. Ihr seht auch hier, Niklas baut seine Farm um die Aachenkapelle. Und Kapelle ist es, glaube ich. Weil eben dort drumherum in diesem Umkreis schneller gesammelt wird. Und nachdem die ganzen Anfangsressourcen, die dort abgebaut wurden, weg sind, kann man eben dann Farmen dahin platzieren, um dort schneller aus den Farmen zu sammeln. So, das will jetzt wieder die Villager einmal. Okay. Wurde ja gescoutet. Wieder Holz sammeln, einmal sich abfarmen. So, jetzt hat Niklas natürlich einen Timer. Die nächsten 9 Minuten, da muss er irgendwann aus der Base rauskommen und eine Holy Site mindestens einnehmen. Mir würde jetzt gleich auch eine Uni gefallen. Da Kivian immer noch im Castle Age gefangen. Wenn Niklas jetzt hier eine, so sagen wir 150 Supply mit Imp-Upgrades aufs Feld bekommt, dann hat er hier auf jeden Fall eine Army, die auf jeden Fall sehr gut gegen eine 200 Supply-Army von Kivian enthalten kann. Weil Kivian wird jetzt seine Ressourcen auch versuchen auszugeben und irgendwie ins Imperial-Zeitalter zu kommen. Das wird jetzt irgendwie sein Plan sein. Und solange er nicht imp ist, ist es gut für Niklas, weil Niklas kann dann hier mit seiner stärkeren Army, weil die eben dann eine Imp-Army sein wird, man sieht, glaube ich, die Crossbowmen, die leuchten so golden. Ich glaube, das sind schon Imp-Crossbowmen. So, Kivian jetzt auch im Imp-Zeitalter. Und Niklas weiß, er wird jetzt sehr viele Ressourcen für die Upgrades ausgeben. Und deswegen möchte er jetzt rauspushen. Deswegen will er jetzt hier sich ein Timing suchen. Vielleicht sich eine Holy Site schnappen, um dort irgendwie ein bisschen diesen Timer, der da oben läuft, zu resetten, sich mehr Zeit zu erkaufen. Die Marschübungen sind durch, 10% schneller auf der Infanterie. Was ist das? Das ist eine Burg. Oh, ich glaube, das ist das Imp-4. Hat er die Imp-4-Burg geholt? Ja. Er hat die Burg als viertes Zeitalter, den roten Palast hat er sich geholt. Ja, die Red Wedding wurde hier gestartet. Um hier die Mitte ein bisschen abzusichern, das ist sehr gut von ihm. Ich glaube, das ist eine Burg, die im Prinzip alle Upgrades hat. Und eine weitere Besonderheit, die die Franzosen haben, was man gerade auch gesehen hat, jegliche Archer-Fabriken und Ställe, die um eine Burg, also direkt angrenzend an eine Burg gebaut werden, produzieren günstiger. Ich glaube, es sind 15%. Da gibt es Muckmann drin. Kivian hat nicht so viel Army, aber es reicht, um Niklas hier, glaube ich, auf dem Feld zu führen. Sehr nervig für Niklas. Die Armee, die er aufs Feld bekommen hat, wird jetzt gekriegt. Und Kivian hat jetzt die Holy Sites, er hat die Mitte. Ja, das muss jetzt warten. Wieder am Anfang direkt verkackt. Der muss irgendwie eine Max Army bekommen, um das irgendwie da in der Mitte zu brechen.
Er hat viele Ressourcen. Er kriegt viele Ressourcen. Seine Eco, die wird immer stärker. Man sieht, wenn ich mir durchrechne, 36 plus 33 sind 69, plus 8 sind 77, plus 15 wären 92 Villager, die er mittlerweile sogar schon hat auf dem Feld. Also er hat jetzt gleich schon seinen Max-Villager-Count, den er haben möchte. Und dann kann er jegliche Ressourcen, die er reinbekommt, nur in seine Army entwickeln. Noch 15 Stein, um auch eine Burg auswärts zu bekommen. Der Niklas muss nach und nach natürlich aus seiner Base auch ausbrechen, weil die hat nur begrenzte Ressourcen. Was ist der Plan von Niklas? Der möchte jetzt hier... Gute machen. Zweite, zweite Produktionsgruppe. Der hat die erste Bombe aufs Feld bekommen. Er hat gute Ressourcen. Er hat jetzt auch genug für eine Burg, die er dort platzieren könnte, um sich ein bisschen Platz zu schaffen. So, Aufwertung zur Lead-Einheit abgeschlossen. Ich glaube, das sind die Man-at-Arms gewesen. Hat zumindest aus, das heißt, wir mit Elite Man-at-Arms. Er hat noch keine Uni gebaut, das würde mir noch gefallen. Weil auch im letzten Patch, im letzten großen, der kam, da ist die Uni. Okay, ich hab's gesagt. Genau, das erste Upgrade, das Q-Upgrade, ist wichtig. Das wurde gebufft. Statt 10% mehr HP und Damage sind es mittlerweile 20%. Das heißt, wenn er hier seine krassen Man-at-Arms aufs Feld bekommt, der hat er dann eine richtig starke Frontline, die extrem viel tankt und auch sehr viel austeilt. Wenn er jetzt hier noch so, sagen wir mal, 3-4 Bombards aufs Feld bekommt und vielleicht so 2-3 Calvarines, weil wir haben schon gesehen, es gab Roten auf dem Feld und Roten sind jetzt natürliche Seed-Counter. Dann kann Niklas da vielleicht den roten Palast abräumen. Oder er sollte vielleicht die rechte Holy Site angehen, weil die rechte Holy Site ist am weitesten weg von so seinem Fokuspunkt von Kivian. Kivian hat ja seinen roten Palast so zwischen die beiden linken Holy Sites gepackt und die rechte ist, glaube ich, relativ weit ab vom Schuss. Also ich glaube, das sollte der Angriffspunkt sein von Niklas, den er angehen sollte. 5 Minuten hat er noch auf der Uhr, baut jetzt hier selber auch roten und fleißig einfach aus jedem Gebäude die Einheiten. Noch ein dritter Siege Workshop vielleicht? Und eigentlich ist alles egal, solange wie Niklas diesen Holy Site Win einmal denyen kann. Er kann sich nach und nach aus seiner Base raustrauen und nach vorne kämpfen. Wir dürfen nicht vergessen, er hat 2 Relikte in seiner Regniskathedrale. Das heißt, man muss aufpassen, der Wald da vorne, der ist bald weg. Und der Wald ist das Einzige, was ihn gerade so natürlich schützt vor dem Angriff frontal von Kivian. Und Niklas bewegt sich raus, hat jetzt 180 Supply und möchte jetzt hier Land beanspruchen für sich. Und wir sehen auch da vorne, der wird jetzt wird angegriffen, weil die Dorfbewohner haben eben den Wald sehr weit weggehackt. Die müssen jetzt nach da oben ziehen, da ist noch viel Wald, also da hat er keine Probleme. So, und Niklas jetzt nochmal die Ressourcen, die er hat, nochmal in die 20 extra Supply ausgibt. Oh, das ist sogar offen. Uiuiui, da muss er aufpassen. Ich will jetzt hier selber eine Burg aufs Feld bekommen. Und gerade bräuchte er vor allem, das heißt, wie Supply sollte er mit Siege aufstocken. Das macht er gerade auch sehr gut. So, und das Mini-Upgrade sollte auch durch sein. So, und auf Ronald geht jetzt wieder an die Burg dran. So, Niklas holt sich jetzt langsam Raum. 4 Minuten sind noch auf der Uhr. Oh, und da sind die Elite Royal Cannons. Das ist ärgerlich, weil die Burg wurde nicht gecancelt. Das sind also 800 Steine, die weg sind bei dieser Burg. Und Kivian hat halt gerade sehr viel Siege auf dem Feld. Und das ist starker Siege. Das sind, wie gesagt, die Royal Cannons machen 20% mehr Damage. Der muss jetzt hier sich einen Punkt suchen, den er angehen kann. Vielleicht einfach mal so 10 Einheiten links am Rand entlang. Wenn ich irgendwie noch eine heilige Stätte bekämpfen würde, dann würde noch was gehen tatsächlich, aber... Das ist ja nicht, was er gerade gesagt hat. Ich höre ihn nicht hier. Wir kommen nie wieder auf die Map. Er hat sehr viel Food. Er kann gut nachproduzieren. Er sollte jetzt gleich langsam Fight nehmen. Wer rastet, der rostet. Was hast du Ich versichere, und es wird gut gebaut. Versuchen abzutauschen, irgendwie die Holy Sites zu stoppen. Jetzt nehmen wir Siege. Versuchen wir es nochmal. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Er will die rechte Site angehen. Upgrades werden hier weiter erforscht. Dann müsste hier rechts, glaube ich, einmal ein Tor in die Steinmauer machen, damit er rauskommt. Oh, ihm fehlen 50, ein bisschen Stein plus Tor. 16 Steine fehlen ihm.
einmal Markt kurz Stein kaufen. Zwei Minuten noch auf der Uhr, jetzt muss er rausbuschen. Kommt hier nur noch. Er hat jetzt keine Zeit mehr, keine Möglichkeit mehr. Okay, er reißt sie einfach ein und er bewegt sich raus. Kevian sollte das natürlich mitbekommen irgendwie. Er hat vermutlich über Scouts positioniert, um einfach sich Vision zu holen oder Tower platziert. Da ist der Tower. Aber Kevian weiß jetzt Bescheid, okay. Es soll die rechte Holy Side werden. Wir müssen jetzt gucken, was Kevian dort gebaut hat. Attacke! Zwei Minuten sind es ab jetzt noch. Nexus muss die Holy Side bekommen. Sonst ist es vorbei. Er hat sehr viele Ressourcen. Das heißt, wenn er das schafft, kann er nachproduzieren. Dann kann er anfangen zu zergen. Ja. So, das ist eine Burg. Die ist erstmal egal. Die kann ich direkt die Holy Side stoppen. So, Kevian wird jetzt all seine Einheiten auf die Holy Side stellen, damit Nexus die eben nicht denyen kann. Ich hoffe mal, dass es keine Mangen gibt, weil zwei Mangen wären da gerade ziemlich tödlich. Das Army. So, Nexus fängt jetzt an zu denyen. Wir sehen, dass der Timer geht runter. Und mehr will er nicht machen. Er will nur die eine Holy Side denyen, wie ich damals in so einem 1 gegen 1 als Deli auf King of the Hill. Ich will jetzt hier oben den Siege von Nexus zu flanken. So, Nexus ist auf der Hälfte. Wenn Kevian dazu lässt, ist es super für Nexus in meinen Augen. Kevian sollte das gerade nicht passieren. Das sind halt nur 5 Sekunden. 4, 3. Bleib auf der Holy Side, bleib auf der Holy Side, bleib auf der Holy Side, bleib auf der Holy Side. Und Kevian läuft drauf. Noch 1 Minute 33. Wenn Kevian nicht die Holy Side hält, das ist so knapp. Einer hat ihn gleich vorne getötet, dann kriegt Nick das die Holy Side. Nämlich, jetzt fällt die letzte Einheit. Nick, das kriegt die Holy Side. Und 10 Minuten. Nick, das hat sich gerade wieder 10 Minuten gekauft. Will aber weitermachen. Ich glaube, er sollte hier lieber zurück. Nimmt die Burg raus. Das ist, glaube ich, gut. Wenn die Burg hier noch bekommt, mit den Roten ist er auf den Cannons. Kriegt noch eine Cannon raus auch. Nick, das macht das hier ganz gut. Hat hier die Main Army von Kevian getötet. Und Kevian hat ja nicht viel Army. Und ich glaube, Kevian hat ein bisschen overboomed. Ich glaube, der hat so 150 Villager gerade für mich zu Hause. Deswegen ist seine Army so klein. Und das ist, glaube ich, vielleicht ein Riesenfehler für Kevian gerade, dass er so eine kleine Army hatte. Weil Niklas, der hat sich jetzt gerade die Möglichkeit erkauft, hier weiterzumachen. Er kriegt hier nochmal 10 Minuten mindestens, bis Kevian die Holy Side hier einnimmt. Und wir gucken mal auf die Bank und Niklas hat viele Ressourcen. Ihm geht langsam das Gold so ein bisschen aus. Also Gold ist nicht mehr so viel da. Das heißt, er müsste dort rechts, wo er gerade die Holy Side bekommen hat, den Bereich sollte er am besten einnehmen. Dort gibt es zwei große Goldvorkommen. Das sind jeweils 8000 Gold. Das sind 16.000 Gold, die ihm das ganze Spiel im Prinzip weiter durchfüttern können. Das heißt, in meinen Augen sollte der Fokus eher auf der rechten Seite jetzt liegen und dort Raum zu gewinnen. Aber sowas sagt man immer aus Zuschauersicht sehr, sehr einfach, muss ich dazu sagen. Weil wenn man im Spiel ist, man ist sehr, sehr teilweise auch im Tunnel drin, ne? Muss sich versuchen, irgendwie aus diesem Tunnel zu lösen. Wir sehen, Villager kommen hier gerade von Nikos an. Der will, glaube ich, genau das machen. Der will jetzt hier ein bisschen Raum gewinnen. So. Meisterschmiede abgeschlossen. Damit ist die Dreier Melee Armor geholt worden. Niklas. Hier ist um das Gold angehen. Ihm fehlt ein bisschen Stein für noch eine Burg. Also bräuchte er mindestens eine Burg, damit er das relativ zuversichtlich nehmen könnte. Wir wissen auch nicht, ob Kevian auf der linken Seite, links in der Ecke, ist ein Markt. Wir wissen nicht, ob Kevian dort tradet. Wenn er dort tradet, ist es natürlich auch gefährlich für Niklas. Den Trade einfach so geschehen zu lassen. Und auch Trade ist extrem stark. Und wir sehen hier einige Burgen. Niklas fängt jetzt an, hier die so ein bisschen zu klären. Man muss dazu sagen, das sind immer 800 Steine, die weg sind. Und es gibt ein paar Steinvorkommen, die sind vor allem auf Kevians Seite tatsächlich gespawnt. Das ist ein bisschen, ne? Ein bisschen unfair, aber das ist halt nun mal so. Und Niklas fängt an, Culverines gerade zu bauen. Sieht man links in der Production Queue über dem Supply. Culverines sind im Prinzip stärkere Routen. Die müssen nicht aufgebaut werden, um zu schießen, aber die sind an sich einfach ein bisschen langsamer. Und wir sehen jetzt hier Mass Crossbows von Kevian. Hätte Niklas so ein, zwei Mangen, hat sich auf jeden Fall auch das Mangen-Upgrade gerade geholt, dann könnte der hier diese Army easy halbieren. Da kommen jetzt auch die Mangen. Hat hier seine Culverins einmal gecancelt. Ich weiß nicht, ob das gut ist, die Holy Side gerade zu nehmen, ohne eine Burg da zu haben. Aber ich glaube, da waren wenig Bombards bei Kevian. Ich glaube, da waren nur Roten. Jetzt wird hier die Eco rechts angegangen, die Villager, die wieder Gold sammeln. Okay, da sind einige Cannons. Wir sehen hier einige Barracks, die geerdet werden. Das sind keine Feuerpfeile. Das stimmt tatsächlich. Wir haben einige Crossbowmen, ne? Wir haben für 20% Bonus-Damage, die Niklas da bekommen könnte. Ja. Holt jetzt hier das Holz heimlich. Was hast du nötig von mir? Er versucht jetzt ein bisschen mit Tauern sich abzusichern.
Ah, Kivian scoutet das natürlich gut. Ich glaube, es wäre sogar gut für Nicholas, wenn er dort die Villager verlieren würde. Ich glaube, es wäre tatsächlich gut für ihn, weil er dann mehr Armee aufs Feld bekommen könnte. Kivian hat immer noch nicht die Holy Site geholt. Das hat Nicholas nicht so viel Druck. Aber er möchte natürlich nicht Kivian die ganze Map-Mitte überlassen, weil jede Ressource, die dort ist, wird natürlich von Kivian auch nach und nach weggenuspert. Jetzt mit den Bombards schön die Burgen an. Die Burgen sind weg. Links die Burg verliert er vermutlich gegen die eine Bombard, weil der hat gerade nichts, was er so wirklich hinbringen kann. Ich sehe die Armee von Kivian. Und da ist eine Mange am Start. Mange schießt rein. Das ist ein guter erster Hit. Alles auf der Hälfte da, was man sieht. Wir sehen, Kivian will sich direkt zurückziehen. Unten ist der Siege. Man sieht, sie schießt gerade auf die Rotten und Bombards von Nicholas. Das ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer. Das eine Mange war da auf jeden Fall schon direkt Gold wert. Hat sich sehr viel Zeit gekauft. Jetzt kommen hier die Gunpowder-Schützen. Hier die Handrohrschützen. Und Nicholas in Massen. Hat er sich Chemie geholt? Chemie wäre jetzt natürlich ein sehr gutes Upgrade. Eine Bombe, die dahin geschickt wurde. 120 Villager, das ist schon viel. Da sollte Nicholas vielleicht echt ein paar einfach sich töten lassen. Er hat sehr viel Food. Also im Prinzip bräuchte er nur noch die Hälfte der Villager auf Food, weil er hat 14.000 Food auf der Bank. Langsam da, zwei gute Schüsse. Und da fällt ein Riesenklumpen von Kivians Armee. Und ich glaube, Nikas hat auch mehr Anti-Siege hier auf dem Feld. Und ich glaube, Nikas kann jetzt hier den Push wagen nach vorne und Kivian ein bisschen zurückdrängen. Hier gut die Mangen. So, mit den Bombards auf die Burgen und mit den Roten einfach alles, was ansonsten kommt, wegsnipen. 20 Villager sind gerade eitel. Ich weiß nicht, wo die das sind. Hat ja auch zwei Mangen, falls Kivian an sich engagieren möchte mit seiner Main Infantry Force. Und der links ist aber gerade was im Pushen in seine Basis. Ich glaube, das ist die eine Bombard mit ein paar Support Units. Ja, das ist die eine Bombard mit Support Units, die dann natürlich jetzt gerade richtig nervig sind für Nicholas, weil Nicholas fokussiert sich hier gerade auf diese Seite der Map. Hat jetzt hier die Villager einmal alle gekillt, die dort oben am Idle waren. Und baut jetzt hier einfach Army nach, um das zu stoppen. Und der möchte sich jetzt hier auf diese Seite fokussieren. So, Shift klickt hier einmal alles raus. Hat die Arbanesten von Kivian kreieren können. Burg wird auch sterben. Kriegt jetzt hier also das Gold endlich für sich gesichert. Viele Crossbowmen da. Und hier wird der Siege von Kivian, glaube ich, fallen. Das ist nicht so viel Anti-Siege. Das sind noch drei Routen. Das kriegt hier einfach gut alles geklärt, kriegt die weitere Burg hier und kann endlich hier richtig Raum gewinnen. Wichtig ist, dass eine Basis jetzt natürlich die verteidigt wird. Nicht, dass Kivian jetzt die rechte Seite neben lässt, damit er die Main pushen kann von Nicholas. Das ist ein Game. Wir sehen, hier ist eine große Force, die am Rhein pushen ist, mitten in die Basis von Nicholas. Ja, und Kivian pusht jetzt alles gerade Richtung dort. Hat die rechte Seite quasi mehr oder weniger freiwillig abgegeben, um eben hier rein zu pushen. Aber Nicholas ist natürlich mitten in seiner Production. Das heißt, alle Einheiten, die gebaut werden, die kommen dort sehr, sehr schnell wieder an. Und er kann das dadurch auch eigentlich gut deffen, aber hier kommt einfach gerade eine Menge rein. Also Kivian pusht gerade alles, was er hat, nur da vorne rein. Hat hier eine defensive Burg gebaut, was ganz gut ist. Und jetzt sieht er, dass er auf der rechten Seite stehen. Das Regia-Palast, der wird down gehen, aber den braucht er gerade eh nicht so wirklich. Wichtig ist vor allem, das irgendwie jetzt erstmal zu befreien hier. Oh. Hier kurz der Versuch, wieder das Gold zu nehmen, aber hat nicht das mit seinem Siege gut denied. Und hier ist eine Burg, die killt halt alles nach und nach. So, da müsste er, genau, müsste die rechte Seite hier anfangen einzunehmen. Und vielleicht auch ein paar Mauern bauen. Hier baut er eine Burg jetzt einmal defensiv. Und das kann Niklas auf jeden Fall auch klären. Und er hat halt viele Ressourcen auf der hohen Kante. Oh, was ein Match, ey. Das ist gerade mal Match 2. Nicholas auf jeden Fall hier sehr gut dabei. Ich glaube, es war sehr gut, dass er sich fürs Late Game entschieden hat. Und darüber kann er auf jeden Fall, glaube ich, Kivian nach und nach vielleicht auch bekommen. Jetzt die Bombard vorne geklärt. Jetzt eine Steinmauer als Defense. Jetzt ist die Frage, worauf möchte sich Nicholas weiter fokussieren? Ich glaube, ein paar Einheiten wurden da ausgesperrt, deswegen laufen die da vorne gerade rein. Natürlich. Jetzt schon einige Burgen.
Man muss eins sagen, Kivian spielt sehr gut einfach seine Sith auch aus. Da wird drauf gepusht. Nebis hat sich, glaube ich, noch nicht das Öl, das liegende Öl, was aus der Burg rausgeworfen wird, geholt. Holt sich gerade ein anderes Upgrade, habe ich gesehen. So. Und Gold ist halt gerade so das Hauptding. Niklas fehlt vor allem Gold. Alle anderen Ressourcen sehen sehr gut aus. Aber Man at Arms, Crossbowman und der ganze Siege, die sind natürlich sehr goldintensiv. Deswegen ist es wichtig, dass er diese beiden vorkommen, die da rechts sind. Wenn er, die muss er sich irgendwie sichern. Da muss er sich nach und nach vorarbeiten. Doch quasi diesen rechten Teil der Map beansprucht. Man sieht doch gerade rechts am Rand sind einige Villager am Wald von Kivian. Das heißt, dort ist gerade Kivian rüber expandiert, um sein Holzeinkommen zu generieren. Das heißt, wenn Niklas die rechte Seite hier bekommt, nimmt er ihm auch sein zukünftiges Holzeinkommen erstmal weg. Fängt jetzt an, hier mit Holzmauern zu wollen. Einfach weil Stein gerade Seraphin ist. Er hat keinen einzigen Stein, nur noch links dieses große Vorkommen bei sich. Der Rest ist halt über bei Kivian gespawnt, wenn man sich das mal anguckt. Der hat 1, 2, 3, 4 Vorkommen. Mehr oder weniger vor seiner Basis. Und das pusht jetzt hier vor. Der hat eine Riesenbank. Bis hier dieses Steinvorkommen auch für sich beanspruchen. Da sind jetzt einige Routen mittlerweile auch für Kivian. Das fängt schön an raus zu fokussen. Die Bomber zurück, die werden nicht verlieren, die sind teuer. Und die eine Bomber wird so ein bisschen geblockt von den eigenen Einheiten. Dann kommt die da vorne nicht so wirklich weg, sondern die fährt da Kreise. Die macht da ein bisschen Tuckelglück. Die Routen sind gerade nicht mehr im Fokus auf den Siege. Hier ist vorne also einmal weggeklärt. Das muss nachproduziert werden. Da kommt eine gute Reinforcement Army von Niklas. So. Und hat jetzt auch angefangen, die Calvarines aufs Feld zu bekommen, einfach um den Siege von Kivian zu kontern. Ein Calvary one-shottet eine Rutte. Das heißt, wenn er so drei Calvarines hat, das ist glaube ich so der Sweet Spot, dann kann man gut die Rutten nach und nach rausnehmen und dann ebenfalls auch die Bombards. Rutten da vorne, die sind halt ziemlich exposed. Die werden, glaube ich, alle drauf. Okay, die werden zurückgezogen. Wie schnell die immer noch sind, ne? Die haben ja einen Speed-Nerf bekommen. Die sind immer so schnell. Die sind immer viel zu schnell, diese Rutten. Die sollten so schnell sein wie so ein Bomber da vorne. In meinen Augen. Das ist halt hier direkt. Die ganze Zeit ist es jetzt so ein Kopf. So ein, einfach mit der Kopfnuss gegeneinander rennen. Für beide. Und wir sehen, das Gold von Niklas ist halt sehr, sehr niedrig. Hier vorne wird wieder aufgeschossen. Und Kivian, der versucht hier, den Niklas ein bisschen so aufzusplitten. Ja, weit aufzuziehen. Man denkt, dass nicht nur an einer Seite die ganze Zeit pushen kann, an einer Front. Uiuiui, was ein Match. Und vorhin wurde geschrieben, Reload ist schon vor Game 2 hier fertig gewesen. Das heißt, da warte ich hier schon mindestens 40 Minuten. Und wenn das Game hier in Game 3 geht, dann wird das nochmal... auf ihn. So, Kivian kommt jetzt hier wieder mit dem Push rein. Und Niklas wird diesmal besser vorbereitet. Hat hier einiges an Army hinten auch. Nice, die da hinten durchrennen, die sind eigentlich egal. Er ist ja auf Move gemacht, guck ich das an. Kivians komplette Army auf Move gemacht. Und Niklas kann jetzt hier vorne auch ein bisschen Land gewinnen. Sehen wir. Niklas ist jetzt hier richtig gut dabei, Kivian so ein bisschen sein Spiel wegzunehmen. Ich kenne das Gefühl, was Kivian vielleicht gerade hat. Man ist Franzose, man hat die ganze Map. Niklas war nur in seiner eigenen Basis eingesperrt. Man denkt sich so, ja cool, ich habe die ganze Map. Ich kann das ja nur gewinnen auf Dauer. Man versucht halt immer weiter dann so Manöver zu machen, wie gerade in seinem Main Base. Aber es klappt nicht. Niklas ist einfach eine Kakerlake, die nicht tot zu bekommen ist. Und das ist frustriert. Und man verschwendet dann halt Ressourcen. Und auch wenn man denkt, man ist sehr, sehr weit vorne, was man natürlich auch ist, man fängt an, immer weiter zu bluten und immer weiter zurückgedrängt zu werden. Und das ist der Moment, worauf Niklas plädieren muss. Niklas muss einfach ruhig bleiben, er muss einfach der Stein sein. Ja, und nach Kivian zermürben. Und Niklas fängt jetzt auch an mit Run-Bys, um so ein bisschen seine Army aufzusplitten. Und die Ressourcen sehen gut aus. Also Niklas kann produzieren. Er kann die ganze Army, die er hat, mindestens einmal nochmal neu bauen. Ja, und Kivian, der wird jetzt selber so ein bisschen aufgesplittet, verliert jetzt hier die Mitte so ein bisschen verloren, hat die rechte Seite auf jeden Fall verloren. Hier gibt es einen Knight. Ich weiß nicht, ob die Knights gegen die Meldarm tatsächlich gewinnen. Und die Villager sind da, um die ganzen Siege Weapons zu reparieren.
Arm. Wir sehen die Handrohrschützen, die knallen da gut rein. Nehmen eine Royal Cannon raus. Oben kommt Niklas Siege, um die Burg daraus zu nehmen. Da gibt es ein bisschen rote Sachen bei Niklas in der Basis. Niklas kriegt hier schön den ganzen Siege raus. Und boah, das ist eine Menge Siege, was da gerade kommt. Aber Niklas hat sich gut vorbereitet. Er hat hier Calvarine stehen. Und ich glaube, das reicht aus. Zusammen mit dem Man-at-Arms, die dann gleich einfach vorne auf die Army drauf springen. Aber man sieht hier High Ground zu Low Ground. Da sind die Einheiten leider ein bisschen buggy. Die fahren da gerne Midi-Range ran. Man sieht Kivian, der versucht es hier immer wieder. Aber der trifft einfach auf eine Mauer, die nicht aufzuhalten ist. Hier liegt jetzt auch noch die rechte Seite hier vorne. Und Niklas, der macht sich. Der hält das. Die nächste Burg, die hier rechts fällen wird. Und damit auch das Holzeinkommen für Kivian auf der Seite. Jetzt kommt hier der Support mit dazu, aber Niklas hat hier Handtorschützen und Crossbowman. Und die Kavalerie. Kavalerins müssen auf den Siege hinten schießen. Das ist wichtig. Die dürfen nicht vorne auf die Einheiten Autofeiern machen. Das sieht gerade auch gut aus. Ich glaube, da ist wenig Support da. Das stresst mich immer so ein bisschen, wenn ich sehe, dass da nicht wirklich die Army gemicrot wird hinten. Das ist der einzige Job von den Calverins und von den Roten ist, den Siege rauszunehmen. Und der Support, der ist jetzt hier gestorben und jetzt wird auf den Siege gerannt von Kivian. Niklas ist jetzt auch mit seiner Main Army vorne einmal zurück, um es hier hinten endlich zu clearen. Ich glaube, der hat lange einfach nicht. Ich glaube, seine Qs waren einfach gerade leer. Deswegen waren da keine Einheiten mehr, die das Ganze hier vorne quasi deffen könnten. Der Swaggier Palast wurde, glaube ich, gerade zerstört. Das war die Meldung. Wieder Steinflitten anzuholen. Was sehen wir hier? Wir sehen, aua, das sind 5 Mangel mit am Start. Die sind natürlich sehr gefährlich, finde ich das. Jetzt 2 Calverines. Die müssen erstmal nach und nach alles davon wegballern. Was davon Kivian steht. Das Gold ist gerade sehr niedrig. Niklas will gerade Häuser, baut die davon deswegen nach. Mangen, die machen natürlich richtig viel Arbeit da vorne, gerade auf Niklas, die ganze Infanterie. Kivian, der kriegt gerade endlich mal hin, hier ein bisschen Progress zu machen, aber hier hinten steht wieder eine neue Siege-Wand von Niklas. Niklas muss jetzt im Prinzip einmal mit seinem Siege vorpushen. Jetzt hier die Reinforcement Siege Weapons gebaut werden. Natürlich auch teuer, so eine Cannon, die einfach 400 Fu, die Holz und 600 Gold kostet, also 1000 Ressourcen einfach mal so zu verlieren. Das macht man auch nicht oft. Jetzt muss ein Fokus breit werden. Okay, jetzt wird aber nicht das Video auch abgeräumt, ist eh nicht teuer. Und 3 Cannons und eine Calvary. Man sieht es hier, dieses Bergauf, Bergab, ich denke. Die müssen teilweise sehr nah ranfahren. Niklas hat jetzt hier auf jeden Fall eine Menge Anti-Siege gebaut. Villager sind immer noch weit oben. Gold wird jetzt hier auch fleißig geschürft. Das ist ein knappes Ding. Niklas hat jetzt gerade keine Bombards mehr auf dem Feld. Das heißt nichts, was hier wirklich die Burgen rausnehmen kann. Oh Gott, ey, was ein Massaker. Der ganze Siege, der da angerollt kommt, der kann von Niklas einfach rausgenommen werden. Aber die Mauer kommt nicht rechtzeitig hoch und da ist gerade kein Support, wegen so einem Siege, der da steht. Wenn ich das richtig sehe. Und Kivian versucht jetzt hier drauf zu diven. Army war halt auf der rechten Seite. Wenn man das, okay. Aber Kivian dive nicht so wirklich drauf. Nur mit 4-5 Knights wird er also nicht so viel bekommen. Da kriegt, glaube ich, niemand die eine Calvary in der Down. Vielleicht gerade so die. Aber jetzt hier offensiv ein paar Barracks. Einfach um auch auf der Seite ein bisschen Production zu haben. Wie viel Siege da steht. Und jetzt ist es halt sehr friemelig und sehr gefährlich. Weil jetzt muss sehr viel gemicrot werden. Das ist, glaube ich, die microintensivste Phase vom Spiel, wenn so viel Siege mit dem Spiel ist. Vor allem, weil auch so viele Mangen mit dem Spiel sind, die dann anfangen, die ganze Infanterie rauszunehmen. Vorne wird auf den Siege von Niklas gedived. Der Siege nimmt aber Kivians Siege, glaube ich, größtenteils raus. Vor allem die Mangen sind wichtig, dass die rausgefokust werden. Ich glaube, der hat alles durchgeschifft. Wir sehen hier, die Knights sind oben in der Basis. Die Roten fahren nach vorne. Es sind noch einige Mangen. Letzte Mangen werden jetzt hier rausgenommen. Wichtig ist dann sofort, die Roten irgendwie da zurückziehen, dass sie nicht draufgehen werden. So, die Knights werden dort geklärt. Niklas gibt jetzt hier sein Gold aus und geht langsam Richtung 0 Gold. Sollte vielleicht ein bisschen Food verkaufen. Das ist ja an Zünglein's Waage, an der Waage der Zünglein. Ich weiß nicht, wie das Sprechwort geht. Das ist auf jeden Fall ein Zünglein und eine Waage mit dabei. So, die Knights werden jetzt hier drüben hoffentlich geklärt. Von den ganzen Man-at-Arms.
Gott. Nick, das geht hier schon wieder. Da rechts sind ganz viele rote Dots im Wald. Das sollte im Prinzip Niklas nächste Pushing-Ort sein. Da geht dort rechts was Rotes auf Niklas Siege Factories los. Ich weiß nicht, was das genau ist. Tom, da ist natürlich richtig nervig. Da sind wieder ein paar Knights. Das davon ist so teuer, das tut weh. Das ist Aui, Aui ist das. Boah, jetzt kommen nochmal 8 Rotten in die Production Queue und damit ist das Gold erstmal weg. Holz ist auch relativ rar geworden. Hier links sind noch viele Wälder. Boah, das ist echt. Hier gibt es nur Kopfnüsse, die verteilt werden. Okay. Jetzt wurden hier geklärt. Niklas will jetzt hier so 2 Forces aufbauen. Mir würde sehr gefallen, wenn er hier rechts einmal in die ganzen Villager im Wald reinrennen würde. Mit seinem Mad Arms, den er auf der rechten Seite gerade baut. Ja, bin bereit zu einem Befehl. Bewege die Beine. Merket Gehäuse, mein Mann. Den Lager, Horchit. Gehäuse, kommet. Höret alles zu. Horchit durch Gehäuse, Mann. Gehäuse, das wird jetzt. Es ist insane, was hier gerade geschieht. Das ist wirklich ein Match. Danach hast du auch keinen Bock mehr auf Age of Empires. Danach ist eigentlich, also im Prinzip bist du dann danach durch fürs Turnier. Du, keine Ahnung, dein Kopf ist halt durch. Wie willst du hier danach noch ein Spiel, noch ein oder eine ganze Serie spielen? So. Oh, hier ist ein bisschen Move gemacht von Niklas und da kommt eine große Armee von Kivian. Kivian entscheidet sich jetzt, den Fokus wieder zu switchen. Das macht Kivian sehr gut. Der wechselt immer wieder den Ort, den er angreifen möchte, den er für sich erobern möchte. Ja, immer wieder Basis von Niklas und vorne. Basis von Niklas und vorne auf der rechten Seite. Das ist natürlich, gerade bei so einer langsamen immobilen Armee wie Niklas sie hat, ist es natürlich, dann muss immer wieder die gesamte Basis einmal laufen, um irgendwo hinzukommen. So, das sind eigentlich die ganzen Roten, die gebaut wurden, da kommen die, okay. Ja, das ist hier, der rechts ist eigentlich einer der letzten Wälder, der gerade von Kivian beansprucht wird. Danach sieht es ein bisschen rar aus. Ganz links gibt es natürlich noch die Wälder, aber die sind halt vorhin von Kivian beansprucht. Wir sehen, Kivian ist wieder links am Pushen mit etwas. Da sind vermutlich wieder so ein, zwei Bombers, die sich langsam durch die Steinmauer da durchschießen bei Niklas. Das ist halt super stressig und nervig für Niklas. Die Knights, die immer wieder durchbrechen. Kivian macht das, ey, also man muss echt sagen, Kivian macht das sehr gut. Man merkt, das ist jemand, der ist sehr erfahren, was RTS angeht auch. Der weiß, wie man seinen Gegner auch in späteren Spielphasen nach und nach immer wieder schwindelig spielt. Ja, überall aktiv sein. Den Gegner einfach keine Ruhe lassen. Ich glaube nicht, das kann ich hier vorne wieder clearen. Jetzt fragt man sich halt, wie groß ist die Bank von meinem Gegner? Ja, nachdem man irgendwie 7 Armies von ihm geklärt hat, wie groß ist er? Also wie reich ist er jetzt wirklich? Der erste Mann kommt jetzt auch wieder aufs Feld. Gefällt mir sehr gut von Niklas. Jetzt muss er hier rechts einmal diesen Wald komplett leer räumen. Er muss einmal dick gerotet werden. Niklas. Gold wird beansprucht. Dann noch eine Burg wird mir gefallen. Einfach mit Absicht, der wird jetzt hier rechts eine Burg gebaut. Eine Burg ist, die ist natürlich nicht scary, wenn Bombers auf dem Feld sind. Ja, eine Burg, die hält ja relativ schnell, aber die kauft halt Zeit und die ist halt imposant einfach. Ja, da hat man nur Respekt vor, da kann man nicht einfach so drauf kommen mit seiner Art. Die zoned vor allem. Was geht hier ab? Hier wird schon wieder aufgeschossen und Niklas denkt nur, ach nee, können wir nicht einfach irgendwie Aram spielen? Ja, all random, all mid und einfach die ganze Zeit dort kämpfen? Das ist ja nur nervig. Da kommt eine riesige Army. Was Kivian in meinen Augen machen sollte, er sollte einfach 10 Bombards bauen und einmal alle wichtigen Gebäude von Niklas durch rechts klicken. Alle Landmarks. Das wäre wirklich eine Möglichkeit, wie Kivian dieses Spiel hier beenden könnte. In meinen Augen. So, erstes Wahrzeichen ist nämlich gerade auch gestorben. Das zweite ist das Town Center, was da vorne steht. Und ich glaube, Kivian will jetzt genau das probieren tatsächlich. Das ist sehr, sehr gefährlich für Niklas. So, das Town Center wird jetzt angegangen. Und das ist die Hälfte der Wahrzeichen sind dann tot, wenn das Town Center fällt. Town Center wird auf jeden Fall fallen. Roten sind jetzt wieder mit am Start. Wir müssen gleich die Bomber rausnehmen. 6 Bomber. Das ist wirklich jetzt gefährlich. Das ist sehr gefährlich für Niklas. Das ist eine riesen Army, die dort steht. Niklas muss Häuser bauen.
Er will es nicht Supply Box, er kann gerade 20 Army weniger aufs Feld bringen. Damit ist das dritte raus und das letzte ist die Regnitzkathedrale. Wenn die Regnitzkathedrale rausgesnappt wird, das macht Kevier nämlich jetzt gerade. Er klickt auf die Regnitzkathedrale und die fällt, dann ist Niklas raus. Niklas bekommt es gerade nicht mit, er sieht es jetzt. Er will reparieren, aber es sind 6 Bomber, die draufschießen und Niklas verliert leider Mann, ey, durch den Wahrzeichen. Scheiß Weg. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Und das tut halt weh. Das war ein 50-Minuten-Game. Shit. Und Niklas war, glaube ich, in der Lage, er könnte das gewinnen können. Aber es war gut gemacht von Kevian. Oh, jetzt trinke ich erstmal einen Schluck, weil alter Schwede, bin ich jetzt. Hui. Das hätte ich noch holen müssen. Bin nicht in die Mitte gekommen. Das war halt. Ihr konntet mir immer den Weg abschneiden. Alter, was ein Klopper-Game. Hätte ich noch holen müssen. Also er hat so viele Fehler gemacht. Ich habe auch gesagt, das war... Also man hat ja gemerkt, er ist halt unerfahren, echt. Eine Sache, die er gut gemacht hat, er hat immer wieder die Fronten geswitcht. Ja, das war das Einzige, warum er gewonnen hat jetzt, ne? Ja. War halt dumm von mir, den Wald dort aufzumachen. Hätte ich den nicht aufgemacht, dann wäre es ein anderes Spiel gewesen. Boah, das war so ein Klopper-Match. Mir schwindelig vom Carsten. Und das zu spielen. Ich habe auch gerade gesagt, wenn du das Game jetzt gewonnen, danach noch ein Spiel zu spielen, ist halt unmöglich. Danach hätte ich voll gutes Mindset gehabt. Ich war sofort in meiner Komfortzone eigentlich. Ja. So, ja geil, jetzt eigentlich, jetzt, ich bin Heiliges Römisches Reich aus Frankreich. Eigentlich hat er verloren, aber. Boah. Ich komme halt nicht hinterher einfach. Er kann halt immer wieder eine komplett neue Army bauen und die auf die andere Seite schicken. Und das Ding ist. Er hatte so viel Production in der Mitte einfach. Und das Ding ist, er hat die um seine Burgen gebaut und dann baut er 20% billiger, ne? Ja, das kommt auch dazu. Und ich habe nur 2 Relikte. Als Early Game, es war halt dumm, auf Ritter zu gehen einfach. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe, es war so aus Reflex, weißt du? Wäre nicht auf Ritter gegangen, sondern auf direkt auf Armbrustmänner, dann hätte ich, glaube ich, ein drittes Relikt bekommen. Ohne, dass ich viel verloren hätte. Und dann hätte ich schnell einen Sprabia gehabt. Und wäre alles gut gewesen. Und dann war es halt dumm, dass ich den Wald aufgemacht habe einfach. Dann hätte ich halt auch mein erster Push ohne Siege. Warum habe ich nicht eine Kanone dabei? So, ne? Mhm. Und dann hat er den Red Palace da stehen. Das ist, glaube ich, echt smart von ihm. Ja, der hatte echt eine gute Pose. Hat er die Map echt gut dann gespielt. Ja, aber eigentlich lief alles nach Plan. Dass er gepusht hat am Anfang war sogar gut für mich. Mhm. Nee, ich fand auch die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit auch gesagt, du kannst es, also das kannst du easy holen. Du hast so viel, du bist so reich. Ja. Es war echt einfach dieses, dass er die Fronten switchen konnte. Das war seine einzige Winning Condition. Ja, aber es ist halt so, ne? Wenn ich ihm die Map gebe, dann kann er damit machen, was er will. Dann kann er das so vorbereiten. Und er hat dann wirklich seine Production komplett in der Mitte. Ja, ansonsten, keine Ahnung. Also eigentlich war es noch echt gut. So, ne? Also ich hatte immer eine bessere Army Composition. Ja. Er hat keine Manken gebaut. Und du hast jeden Fight auch gewonnen. Ich habe jeden Fight gewonnen. Ja. Aber bringt dir halt nichts, ne? Wenn du eben die Fronten nicht halten kannst.